Wir beschäftigen uns mit Nachhaltigkeit, schauen auf die Welt auch aus einer wissenschaftlichen Brille und beschäftigen uns mit Theorien und Notwendigkeiten und Möglichkeiten. Es ist in dem Kontext selbstverständlich immer ganz wichtig, ein realistisches Bild zu haben von unserer Situation. Das ist gar nicht so einfach, weil die Situation dynamisch ist und im Grunde ein unmögliches Unterfangen, was ich hier vorhabe, einen kurzen Bericht zur Lage der Erde zu geben. Ich habe zuweilen schon darauf hingewiesen, dass es Menschen gibt, die vielleicht eine andere Brille aufhaben und sehen, dass die Welt immer besser wird. Das wäre schön. Das ist etwas, was die Vision betrifft. Die Frage ist, ob es auch ein realistisches Bild gibt, ob es hilft, auch Zukunftsszenarien zu entwickeln, die gegebenenfalls nicht nur realistisch sind. In diesem Beitrag, warum die Welt immer besser wird, wird auch festgestellt am Ende, dass etwa der Wohlstand in Zukunft immer weiter wachsen wird und dass eine globale Mittelschicht entstehen wird. Armut wird es nur noch in autoritären Staaten geben und im Jahre 2035 können sich 3/4 der Menschen eine Flugreise leisten und aus Flüchtlingen werden Touristen. Abgesehen davon, dass wir darüber diskutieren könnten, ob das die richtige Vision ist für eine nachhaltige Zukunft, wollen wir versuchen, uns etwas dieser Erde zu nähern in der ganzen Vielfalt der Dynamik und da auch nicht nur vielleicht an der Oberfläche bleiben von glitzernden Fassaden, die wir uns geschaffen haben, wie erfolgreich wir geworden sind im Bau von vor kurzem noch undenkbaren Strukturen. Die Skyline von Pudong in Shanghai, die ist für mich immer so ein Inbegriff von Fantasieland, was wir inzwischen in der Lage sind zu bauen. Allerdings auch ein Zeichen für die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Gar nicht weit von Shanghai, ganz andere Eindrücke, da müssten wir eigentlich das Land China nicht verlassen, könnten auch darüber grübeln, was schon ein einziges Virus anrichten kann in einer Stadt wie Shanghai. Aber wenn wir in ein Land gehen, wie Nordkorea, sind Menschen vielleicht nicht alle der Meinung, dass es alles immer besser wird. Und auch in unseren Ländern, in denen es ja nun den Nachhaltigkeitsdiskurs gibt, die sorgen, dass wir nicht auf dem richtigen Pfad sind, wären einige Menschen vielleicht nicht bereit, das zu unterschreiben, dass eigentlich automatisch alles besser wird. Es wird protestiert gegen Veränderungen, die es gibt bei uns in der Landschaft. Es gibt Sorgen mit dem Klima und dem Zustand der Biosphäre und ich möchte ein bisschen genauer reinschauen. Die Proteste von Fridays for Future, die verknüpfe ich hier mit einem Bild von einer typischen deutschen Landschaft. Das ist das Rheinische Revier bei Köln, zwischen Köln und Aachen. Und wo wir hier einen Blick werfen auf diesen Tagebau von Hambach, der eine symbolische Bedeutung gewonnen hat bei diesen Protesten auch. Wir sehen im Zentrum diese Grube und daneben rechts dann diesen Hambacher Wald, der Hambacher Forst, um den es ja auch jetzt viel ging in der Diskussion. 1984, da war ich noch in der Schule und bin dann 1986 zum Studieren gegangen, nach Bonn, gar nicht weit von da, ohne das so genau zu wissen, was da eigentlich in der Nachbarschaft passierte. Und als ich dann fertig war mit dem Studium, klar ist, diese Grube, sind weitere Gruben weiter vorangekommen, die Waldfläche wurde zurückgedrängt und das passiert halt einfach. Und das sind Prozesse, die lange Zeit vielleicht nicht hinreichend Aufmerksamkeit erfahren haben. Diese Grube hat den Hambacher Forst bis auf ein ganz kleines Relikt südlich jetzt von der Grube reduziert.
und ein Loch geschaffen, was der größte Tagebau ist in Europa, hunderte von Metern tief, sich auf 50 Grad erhitzend an heißen Tagen, eine Struktur, die nicht so leicht auch wieder wegzubekommen ist und wo jetzt genau nach Beschlüssen aus der Kohle auszusteigen, Ideen da sind für die Renaturierung und wo man sich überlegt, hier einen großen See einzurichten mit Wasser, das gegebenenfalls aus dem Rhein beschafft werden muss. Ich habe nochmal eine andere Darstellung, die ja auch immer sehr eindrucksvoll ist, von Ed Hawkins, University of Reading, die Climate Stripes, wo die Farben seit 1850 jeweils Jahre bedeuten. Die blauen Jahre, je blauer, desto unterdurchschnittlich warm und rot, dunkelrot, dann überdurchschnittlich warm. Und da wird nochmal ganz deutlich, wo es sich konzentriert, nämlich in den letzten Jahrzehnten und auch wie es sich zuspitzt und wo man auch, denke ich, auf wissenschaftlichem Fundament dann sagen kann, nein, es ist nicht ein Klimawandel, es ist eine Klimakrise im Sinne eines sich zuspitzenden Ereignisses. So, und wo natürlich dann die Frage ist, nicht nur, was ist los und wie konnte das kommen, sondern vor allem, was wird sein? Wie wird sich das jetzt mit welcher Dynamik fortsetzen und wird uns das gelingen, das einzudämmen? Was wird sein? Denn dass es so eigentlich nicht weitergehen sollte, merken wir an den vielen Extremereignissen. Globale Mitteltemperaturen lassen sich immer noch ganz angenehm und komfortabel kommunizieren, aber dann schlagen die Extremereignisse zu, wo es dann immer leichter wird, nachzuweisen, dass die auch dem Klimawandel zugewiesen werden können. Der letzte Juli, was war das, der in 2021 bisher war der heißeste, den es jemals gegeben hat, aber die Rekorde purzeln in einer Geschwindigkeit fortgesetzt, dass man schon kaum mehr aufmerksam hinhören kann. Die längsten Hitzewellen, die höchsten Temperaturen, die größten Feuer in der Geschichte, wir haben das gesehen. Alles das passiert immerzu und Rauchwolken, die interkontinental unterwegs sind, Rauchwolken aus Nordamerika, die Europa erreichen. Also da ist schon auch eine gewisse Eskalation zu betrachten, wo wir uns jetzt fragen müssen, wo geht das hin? Nicht? Und klar, wir haben in anderen Zusammenhängen gesprochen über den Verlust des Seeeises. Das ist dann so eine relativ einfache Konsequenz, gegebenenfalls mit komplexen Auswirkungen. Tatsache ist, die große Erwärmung trifft jetzt auf eine Erde, auf ein Erdökosystem, das schon gestresst ist. Und da kommen dann mehrere kumulative Effekte zusammen. Auch das wird schon untersucht, wo also deutlich wird, da wo Ökosysteme stärker degradiert sind, etwa durch Landwirtschaft, und wo dann eine entsprechende Erwärmung hinzukommt, verstärkt sich das Aussterben von Organismen. So, das macht auch wissenschaftlich das Ganze sehr schwierig, wie immer, wenn wir in komplexen Systemen unterwegs sind, weil es ist nicht immer genau ein Schuldiger auszumachen. Es kommen 2, 3, 4, 5 Krisen jetzt zusammen, die bedingen, dass uns aber Elemente wegbrechen, Komponenten aus diesem funktionalen Erdsystem. Die Wälder und die Vegetation, die Kohlenstoff festlegen und speichern, haben halt eine enorme Relevanz. Und manche Wälder tun das halt mit einer ungeheuren Effektivität, teilweise über Jahrhunderte oder Jahrtausende. Das sind jahrtausendalte Bäume hier, Redwoods, Sequoias in Kalifornien. Hier der General Sherman Tree ist eines der größten Lebewesen, mutmaßlich der biomassereichste Baum der Erde. Das ist großartig und beeindruckend, aber es ist dann auch beeindruckend, wenn man genau neben General Sherman auch diese Bilder sieht, dass nämlich diese nicht ganz so alten, die nur die Jünglinge hier, ein paar Jahrhunderte alt vielleicht, schwächeln, braune Nadeln haben, und das ist nicht gut im Fall von immergrünen Bäumen, weil das bedeutet, die sterben ab. Und in diesem Sequoia National Park vor einigen Jahren schon
großflächiges Absterben von Nadelbäumen. Diese Redwoods sind resistent gegen Feuer und haben vieles schon gesehen und überstanden. Aber offenkundig geht es jetzt an die Substanz im Falle von sehr heißen Temperaturen und ausgeprägter Trockenheit. Als ich das gesehen hatte in Nordamerika vor ein paar Jahren, da ahnte ich nicht, dass jetzt demnächst landschaftsweise in Deutschland auch die Nadelbäume absterben. Nach einer Phase ausgeprägter Dürre und Hitze und da sind jetzt enorme Schädigungen des Waldes zu betrachten auf Hunderttausenden von Hektar, vor allem in den genutzten Forsten, wo Nadelbäume angebaut wurden, aber auch die nicht gepflanzten Bäume, Wälder sind betroffen, vor allem dann, wenn sie vorher stark genutzt wurden, gegebenenfalls anfälliger waren gegenüber Hitze und Trockenheit. Auch hier kommt jetzt ein Gemisch zusammen, kumulative Wirkung von Bedrohung. Und das sind Bilder aus Schutzgebieten in Deutschland momentan, wo aufgeräumt wird, umgegangen wird mit Wald und teilweise sehr gründlich man jetzt versucht, in großer Hektik vielleicht auch den vermeintlich neuen Wald anzupflanzen, der dann sehr viel besser werden muss. Und dann gibt es solche Bilder wie gepflügter Boden, nachdem Oberboden abgeschoben wurde, bis auf das Gestein runter, wo dann die Bäume angepflanzt werden. Oder in Brandenburg nach dem Abbrennen von Kiefernforsten Sand gepflügt wird, um neue Kiefern reinzupflanzen. Die Lage ist kritisch in Bezug auf unsere Ökosysteme, die uns tragen, die uns ernähren. Das sind Ackerflächen in Brandenburg, die ursprünglich auch mal einen anderen Boden hatten, der schwärzer war, der von Humus geprägt war. Dieser Humus ist verloren gegangen. Und dieser Humus ist auf dem Sand, den wir hier nun mal haben, das Einzige, was Nährstoffe hält und Wasser speichert und uns dann auch über Trockenperioden hinweg bringt, die immer ausgeprägter sind. Ich sehe nebenbei auch als Risiko, dass immer mehr Menschen auch nicht Gebrauch machen von der Information, die inzwischen zur Verfügung steht. Einfach die Satellitenbilder, die da sind. Es ist verständlich, weil wir ertrinken in einem Ozean von Informationen. Wir haben ein Überangebot und es ist nicht mehr möglich, über alles Bescheid zu wissen. Und das bedeutet aber auch, dass wir in einer Welt von Nichtwissen leben. Dieses Nichtwissen nicht nur geprägt von Wissenslücken, Dinge, die wir nicht wissen können, sondern auch zusehends von nicht wissen wollen, was wir wissen könnten. Das ist hier so mal der Versuch, verschiedene Formen des Nichtwissens zu kartieren in diesem Koordinatensystem. Manche Dinge sind inhärent nicht wissbar, unscharf. Die Zukunft können wir nur beschränkt vorhersagen, aber es gibt dann auch auf der X-Achse das Wissen wollen. Und das kann sich beziehen darauf, dass manche Menschen vielleicht nicht wollen, dass andere wissen, aber manchmal wollen wir auch selbst das gar nicht so genau wissen. Und in der Kombination von nicht wissen können und nicht wissen wollen ist dann irgendwo sind diese blinden Flecken, die dann bedeuten, dass wir häufig auch völlig falsch einschätzen, wie gut wir die Situation unter Kontrolle haben. Und das verdient Beachtung und braucht vielleicht auch entsprechende Strategien, auch im Nachhaltigkeitsbereich damit umzugehen. Und das ist eher dann auch ein psychologisches Problem. Hier ein Artikel zu dem Bedauern von Cassandra, der Psychologie des Nichtwissen-Wollens, interessant untersucht, dass also häufig wir dazu neigen, absichtlich ignorant zu bleiben. Also wir wollen es gar nicht so genau wissen, weil uns das im Grunde erspart, dass wir etwas bedauern müssen, was erst noch kommen wird. Doch genauso wie unsere Falle, in die wir getappt sind, indem wir darauf setzen, immer mehr Wissen herbeizuschaffen, aber immer weniger in der Lage sind, vielleicht existierendes Wissen zu nutzen. Und da gibt es Gesetze,
des Ertrags von Informationen und Wissen, die ich jetzt hier mal versuche anzuwenden in Bezug auf die Lösungskapazität. Also korreliert das eigentlich, das, was wir wissen, mit unserer Fähigkeit, Nachhaltigkeit auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, das ist eine nichtlineare Beziehung, aber negativ gegebenenfalls, dass mit mehr Information, was passiert dann da eigentlich, die Information komplexer wird und undurchschaubar, ja, und vielfältiger interpretierbar. Diese Ambiguität, diese Uneindeutigkeit nimmt zu, und das ist etwas, was wir in der Gesellschaft ja beobachten können, dass man sich selbst auf simple Fakten vielleicht gar nicht mehr verständigen kann oder die Konsequenzen dieser Fakten, und auch das ein gewaltiges Risiko, verbunden dann mit der Polarisierung und Abkapselung und Verkammerung von Segmenten der Gesellschaft und diesem Entstehen von Echokammern und Filterblasen, in dem wir dann feiern können ohne Probleme, dass diese Welt immer besser wird.